Liebe Freunde der Konzerte am Kanal, hiermit lade ich Sie recht herzlich zum vorletzten Konzert in dieser Saison hier in die Philippuskirche Leipzig ein. Am Sonntag, 27. September um 17 Uhr führen wir hier Musik von Sethus Calvisius auf. Er war Thomas Kantor etwa 100 Jahre vor Bach und starb ziemlich genau vor 400 Jahren im Jahre 1615. Großartige Musik auf alten Instrumenten gespielt von der Capella Lipsiensis und dem Chor Vokalkonzert Leipzig und der wunderbaren Solistin Gesine Adler wird zu hören sein und außerdem eine Uraufführung eines wunderbaren Werkes von Franz Kern-Biederstedt, der in seinem Werk drei überlieferte Stimmen einer nicht mehr vollständig erhaltenen Motette von Sethus Calvisius verarbeitet hat. Wir freuen uns auf euer Kommen.